Wo findet man diesen Friedhof? Gleich neben dem städtischen Lübecker Friedhof an der Gehlenbecker Straße. Neben diesem jüdischen Friedhof, der von 1862 bis 1940 belegt wurde, gibt es noch einen alten jüdischen Friedhof an der Feldmark im Lübecker Industriegebiet. Dieser neue jüdische Friedhof ist eingefasst von Buchen- und Rhododendronhecken. Es befinden sich dort 60 Grabsteine unter alten hohen Platanen. Hier treffen sich Roland Quader, Pastor Eberhard Helling und Karl Wilfried Pultke zu einem Interview. Wir sind hier auf dem neuen jüdischen Friedhof in Lübbecke und haben uns getroffen. Zu dieser Einladung hat Roland Quader eingeladen. Außerdem ist hier Pastor Helling aus Lübbecke und Herr Pultke aus Haus Berge. Roland, ich möchte als erstes dich mal fragen, wieso es überhaupt zu diesem Treffen hier gekommen ist. Warum hast du uns eingeladen? Ja. Also das fing mal alles an mit einem Baum, der umgefallen ist. Der Baum stand mal da vorne, hat dann ein Grab beschädigt und dann wollte ich eigentlich wissen, wer jetzt für den Schaden aufkommt. Also damit fing das mal alles an, dass ich mich überhaupt für den Friedhof, für dieses Thema interessiert habe. Bin dann losgegangen, habe gefragt, ja, wie ist das eigentlich, wer bezahlt denn jetzt den Schaden? Normalerweise wird ja ein Schaden dann durch die Versicherung gedeckt, aber in dem Fall hieß es, also stand dann auch in der Zeitung diese Geschichte, es hieß nein, Spuren der Zeit, die sollen nicht beseitigt werden, habe ich gesagt. So, und bin dann am Ende bei einem Herrn Polak gelandet, das ist so ein älterer Herr, der ist tätig als Friedhofsbeauftragter von Westfalen-Lippe. Hab den dem Fall geschildert, hab gesagt, den er meinte, das ist Quatsch, was da gesagt wird. Natürlich wäre schön, wenn der Schaden beseitigt wird. Dann ist es auch so gelaufen. Wir haben dann also die Restscherben zusammengesucht, die liegen jetzt im Archiv. Ein paar Tage später waren die Baumpfleger hier, dann ist nochmal ein Schaden entstanden. Den haben wir dann vor Ort dann repariert durch Martin Metzek, der hat das dann wieder aufgebaut. Am Ende war das unter anderem mein eigenes, so bin ich eben halt an das Thema geraten, jüdischer Friedhof. Dann kam hinzu dieses Buch von Walter Seeger, das möchte ich hier auch erwähnen, das ist also jemand, der sich auch mit dem jüdischen Leben beschäftigt hat. Dann habe ich in der Zeit eben halt auch noch andere Personen kennengelernt, wie einen Johannes Lübeck, eine Christine Emmering, das sind alles 68er, die sich auch für dieses Thema interessieren. Als letztes habe ich Herrn Pultke kennengelernt oder beziehungsweise von seinem Projekt gehört und habe gesagt, Mensch, sowas muss es hier in Lübeck auch geben. Habe dann aber auch kann natürlich nicht nur irgendwas erwarten von anderen, was ich selber nicht mache und habe dann also auch in Absprache mit diesem Herrn Polak, diesem Friedhofsbeauftragten, angefangen, ein Grab zu pflegen. Genau, ja, das da hinten, ja. Ja, da sind ja also schon viele Leute beteiligt an dieser Aktion, so nenne ich es mal. Frag jetzt mal Pastor Helling, was haben Sie mit dem jüdischen Friedhof zu tun? Der ist ja direkt angrenzend an den städtischen hier in Lübbecke, wunderschön gelegen, ein total ruhiger Ort, alles ist grün zurzeit. Ja, was ist noch Ihr Anliegen hier? Es gibt eigentlich zwei Anliegen. Das eine ist, dass ja in diesen Tagen oder in diesen letzten vergangenen Jahren der Friedhof nicht mehr aktiv belegt wird, weil es keine Juden mehr in Lübbecke gibt. Aber es gibt immer wieder Besucher aus Israel vor allen Dingen, die dann hierher kommen, Nachfahren von Juden, die hier in Lübbecke mal gelebt haben, vor allen Dingen aus der Familie von Max Lazarus. Und für die ist es eigentlich immer ein Anliegen, auch hier an diesen Ort zu kommen. Und dafür ist es einfach schön, wie Sie eben schon gesagt haben, dass es so ein schöner
und gut gepflegter Ort ist, der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, wir haben ja seit vielen Jahren diesen Weg der Erinnerung. Immer am 9. November gehen wir mit einer großen Gruppe von Schülern aus verschiedenen Schulen Lübeckes hier und suchen Stationen auf von jüdischem Leben, wie es mal in Lübeck war. 9. November, Tag der Pogromnacht 1938. Und wir versuchen in jedem Jahr, wenn uns das möglich ist und Corona uns keinen Strich durch die Rechnung macht, aber versuchen wir in jedem Jahr einen Weg der Erinnerung zu machen und eben mit vor allen Dingen mit Schülern hier an Orte zu kommen in Lübeck, wo jüdisches Leben stattgefunden hat. Und dazu gehört natürlich auch der Friedhof als ein Ort, wo die Leute aus der jüdischen Gemeinde ihre Angehörigen bestattet haben. Also ich denke, gerade dieser Ort Erinnerung, der ist ja auch für uns alle wichtig. Das ist ja eigentlich letztlich auch unser Erbe. Und da möchte ich gerne Herrn Pultke mit ins Boot holen, der das ja wohl in Haus Berge ziemlich exzellent aufgebaut hat. Vielleicht erzählen Sie mal von Ihrem Projekt dort. Ja, das ist ein Schulprojekt der Gesamtschule Porta Westfalica, läuft schon seit 2007, 2008. Und das waren auch so erste Aktionen, was so Pflege angeht, umgestürzter Baum, kaputter Jägerzaun. Das waren so die ersten Maßnahmen, die wir da mit den damaligen Schülern dieser Arbeitsgemeinschaft gemacht haben. Ja, und dann hat sich das immer so fortgesetzt. Dann kamen auch noch andere Sachen hinzu, nämlich die Geschichte dieses Friedhofes näher aufzuarbeiten, also Recherche im Kommunalarchiv. Wir haben uns dann mit Denkmalaktiv zusammengetan. Das ist diese Schulorganisation von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die einmal im Jahr quasi bundesweit Projekte den Schulen anbieten. Und da haben wir uns dann beworben mit diesem jüdischen Friedhof und haben dann natürlich versucht, Eigenarten dieses Friedhofes oder Besonderheiten herauszustellen. Das ist einmal der zweigeteilte Friedhof, einmal für die größere minderjüdische Gemeinde, die dort ihre Toten bestattet haben, und dann der kleinere Hausberger Teil. Dieser Friedhof zeichnet sich auch noch besonders dadurch aus, dass es dort ein sogenanntes Urnenmausoleum gibt, also eine Begräbnisstätte der Familie Michelson. Also Michelson war eine sehr bekannte Hausberger Unternehmerfamilie, die haben den Porter Sandstein gebrochen. Kaiser-Wilhelm-Denkmal ist ausgebaut, Teile des Minder Doms und so weiter. Also eine sehr einflussreiche jüdische Familie, die dort in dieser Grundstoffindustrie tätig war. Und dieser Urnentempel ist 1912 von dem Nathan Michelson für seine Familie als Begräbnisstätte erbaut worden. Warum Minder, der größere Minderteil? Als Minden zur Festung ausgebaut wurde, hat man die alten jüdischen Begräbnisstätten überbaut. Eigentlich ein Frevel, denn der jüdische Friedhof gilt ja als unantastbar. Er soll ja das ewige Ruherecht garantieren. Und dann hatte man eben verstärkt ab 1820 in Hausberge die Minderjuden dort dann bestattet. Ja, das klingt ja wirklich beeindruckend, was Sie mit Schülern da erreicht haben, in Bewegung gesetzt haben. Ich frage noch mal Pastor Helling, könnten Sie sich so etwas auch vorstellen, dass so ein Projekt hier für Lübeck ins Leben gerufen wird? Roland Quader pflegt ja, soviel ich weiß, ein Grab. Vielleicht kannst du später auch noch zu dieser einen Grabstelle was sagen. Und ich finde es selber auch spannend, wenn junge Menschen etwas tun, das behält man ja für immer. Man weiß sicher viel über den Holocaust, aber wenn man dafür was gemacht hat, das ist doch eine ganz andere Geschichte. Wir machen also diesen Weg der Erinnerung, das läuft ja schon mit Schülern einmal im Jahr. Das ist, wie ich finde, eine gute Initiative, die wir hier in Lübeck haben und die wir auch pflegen wollen. So einen Friedhof mitzupflegen, in Absprache dann natürlich mit dem Friedhofsamt, dass das macht, ist nochmal eine eigene Nummer. Wir haben schon auch überlegt, ob und wie das gehen kann. Vielleicht mit Konfirmandengruppen oder mit anderen Jugendlichen das zusammen zu machen. Das muss dann in Absprache mit dem Friedhofsamt geschehen, die ja eigentlich für die Pflege dieses Friedhofs auch zuständig sind und das, ja, wie Sie auch sehen, mit ihren Möglichkeiten ganz gut machen. Roland, du pflegst ja speziell ein Grab. Du hast auch die Berechtigung dazu, wie ich das weiß. Hast du ein bisschen was über die Familie selber erfahren und wieso gerade das Grab? Ach so, die sahen damals total zugewachsen aus.
Und da habe ich auch immer nur gedacht, also vor dem Hintergrund dessen, was Herr Helling auch gerade erzählt hat, wenn hier mal jemand kommt, der noch zur Familie gehört, ne, also Verwandtschaft, und sieht sowas, also tut mir leid, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich mit Herrn Polak, das ist eben halt der Beauftragte, habe das mit dem abgestimmt, denn der ist, wenn der die Sache nicht abnickt, dann geht gar nichts. Und er hat gesagt, okay, ich kann die Hecke zurückschneiden, ich habe die Hecke zurückgeschnitten, ich kann die Grabsteine säubern, das habe ich auch gemacht. Ich möchte die Grabsteine jetzt noch irgendwie imprägnieren, das müsste ich noch mit ihm absprechen. Was ich schon mit ihm ab, was es auch geht, ist, ich werde demnächst dort ein kleines Schild hinstellen können mit so einem QR-Code. Und über den QR-Code kann man dann also unterschiedliche Informationen, also die Lebensgeschichte abrufen, die mit dieser Familie Weinberg verbunden ist. Ich möchte auch noch mal Werbung für dieses Buch machen. Das ist vor 3 Jahren erschienen von einem Herrn Walter Seeger. Das hat sich tatsächlich schon die Stadtschule gekauft und bei sich stehen. Ich mache zurzeit auch dafür Werbung, dass es in anderen Schulen platziert wird, damit im Rahmen des Geschichtsunterrichts damit gearbeitet wird. Herrn Polak von der Beauftragten für Friedhof, wie heißt er denn jetzt noch? Landesverband der jüdischen Gemeinden, habe ich das auch gegeben. Der meinte zu mir, das müsste zur Pflichtlektüre in den Schulen werden. Und jetzt übergebe ich das Herrn Polak in der Hoffnung, dass er sich auch das mal querliest und zu einer, ja, was auch immer, für einer Bewertung kommt. Wir wünschen uns mit diesem Film, dass dieser jüdische Friedhof in Lübbecke bekannter wird und als Ort der Ruhe in Erinnerung bleibt.